Erzählst du, wo wir sind? Nein, ich. Du machst das hier ja reden, die ist die Fachfrau hier. Ja, ist schon recht. Spiel mir auf. So, wir sind bei Hypoxy. Die etwas andere Art von Training. So. Okay. Jetzt geht nur mit dem Kopf. So. Da war ich ewig nicht drin. Das ist der Lieblingsanzug aller Frauen und Männer. Der ist fürs Bindegewebe, Stoffwechsel. Ah, der hat mich so schön straff gemacht, oder wie? Ja, genau, Nico. Der hat dich so schön straff gemacht. Ich dachte, das war auf dem Laufband. Der hat 400 Kammern. Die kennt man ja, wenn man so Sachen einpackt, diese kleinen Luftkämmerchen, womit man das eingibt mit dieser Folie. Das habe ich jetzt auch. Das hört man dann auch immer, wenn so. Ja, jetzt wird er erst luftdicht verschlossen. Weil wenn er luftdicht nicht verschlossen ist. Dass nichts rauskommt, was auch nicht rauskommen soll. Genau. Du brauchst eh schon lange nicht mehr drin. Nee. Aber wenn du jetzt sagst, das macht den Stoffwechsel und die straffe Haut. So, natürlich, jeder hat sein Lieblingsgerät. Am Anfang lag ich hier auch hier. Oh. Einmal hinlegen. Jetzt kommen wir hier nochmal. So. Also, es ist immer lustig hier. Wir haben wirklich immer Spaß. Dadurch, dass das Studio relativ klein ist, ist es natürlich eine überschaubare Anzahl von uns getesteten Menschen. Wir müssen immer lachen. Immer. Also da kann man jetzt richtig entspannen. Ist nach der Arbeit, wenn du einen stressigen Job hast, ideal. Ja. Da werden wir jetzt angeschlossen. Das hat was Futuristisches. So. So. Jetzt saugt der Schlauch die ganze Luft aus dem Anzug. Das geht's nicht. Jetzt saugt er an und nimmt er weg. Was das sind jetzt die 400, das sind jetzt die 400 Kammern. Die werden jetzt besser mit Sauerstoff angereichert, das Blut wird besser mit Sauerstoff angereichert. Und mehr Sauerstoff im Blut macht es halt auch fitter. Naja, das heißt Hypoxie. Ja, und Hypoxie ist ja. Ich hatte die Krankheit Hypoxie, das heißt, ich hatte zu wenig Sauerstoff im Blut, deswegen war ich ja so unfit vor einem Jahr. Und seit ich das mache, habe ich wieder meine ganze Energie auch wieder. Also, das steht schon. Und du bleibst jetzt eigentlich ganz entspannt. 30 bis 40 Minuten, je nachdem. Man kann nebenbei sogar schlafen, wenn einer schlafen will. Zweiten Kind war ich nicht mehr so schlank, wie ich jetzt bin. Das ist wirklich. Auf der Waage habe ich es gar nicht so gemerkt nach dem ersten Monat. Aber so von der Silhouette, du siehst es halt. Und jetzt merke ich es auch langsam am Gewicht. Und es ist halt echt. Yes, yes. Der Luftwechselanzug kommt jetzt. Der Arbeiterteil. Sieht aus wie so ein kleines Röckchen. Halt mal so ein futuristisches. Bitte. Ja. Was machen wir hier? Das ist jetzt das Training, das simulierte Höhentraining. Da radelst du ein bisschen nach oben. Gut für die Hüfte, Reiterhosen, Oberschenkel. Da macht man jetzt die Kapsel zu. Wie Sabine immer sagt, weniger ist mehr. Genau. Also ich bin am Anfang immer ganz schnell getreten, das ist gar nicht der Sinn der Sache. Nein, es ist nicht Sinn der Sache. Ganz lang. Das ist jetzt das. Das ist das, was sich jetzt reinzieht. Und dann zerrt sie wieder raus. Dann drückt sie raus. Jetzt ist sie im Vakuum. Und so platt, wie mein Bauch sich da anfühlt, ist die inzwischen auch. Das ist schon. Ich wollte es halt erst gar nicht glauben, weil ich mir gedacht habe, die Daniela hat mir schon öfter, meine Freundin Daniela hat mir schon öfter davon erzählt. Ich dachte mal, also wenn es in München etwas gibt, wo ich ohne allzu viel Sport meine Figur in Shape bekomme, dann wüsste ich das. Also ich war sehr misstrauisch. Und ich muss sagen, also meine Figur hat sich wirklich noch nie so schnell so gut verändert. Das simulierte Unterwassertraining. Das ist jetzt speziell für den Bauch und für die Beine, für die gesamten Beine.
Blut wird schön besser mit langsam Sauerstoff angereichert. Und damit geht man besser in die Fettverbrennung. Und das Ganze ist auch ein ganz moderates Training. Zwischen 30 und 40 Minuten. Ich radel jetzt hier natürlich wieder und angeblich fühlt sich dann mein Körper so, als würde ich das unter Wasser tun. Genau. Und wie wir alle wissen, Unterwassertraining bringt ja meistens auch etwas straffere Haut, oder? Ja. Jetzt sind wir bei meinem Lieblingsgerät, dem Vakuum. Das ist jetzt ein Anzug mit 120 Kammern, der rein speziell bei Männern wie auch bei Frauen auf den Bauch geht. Arbeitet das Fett vom Bauch weg. Welches Fett? Ich muss echt sagen, das ist wirklich effektiv. Ich mach's. Im Januar war ich einmal wöchentlich mindestens da, bis zweimal wöchentlich. Februar habe ich es gar nicht geschafft. März auch schon ein- bis zweimal wöchentlich. Das ist brutal, was das für eine Wirkung hat. Er saugt jetzt die Luft raus. Dann fängt er hier unten zum Arbeiten an. Jetzt machst du extra meinen Bauch einmal raus. Ich mach den raus. Ich hab keinen Bauch mehr, da kann ich nichts rausmachen. Stell dir mal groß hin. Das ist so eng. So. Das ist gut, ist der Bus mit auch noch so klein. Das finde ich gut. Was machst du jetzt? Jetzt los, du gleich. So, jetzt geht's dann los. Jetzt arbeitet er. Und jetzt kommt dann das moderate Training. Pass auf. Ja, aber ich arbeite schon gut. Auch mit. So. Ich stelle jetzt auf 3. Das ist ja so langsam. Ich stelle auf 4. So. Jetzt arbeitet er hier am Bauch. Und sie geht jetzt auf 4 oder auf 5. Sie muss sie ganz normal unterhalten können. Ja. Sie soll das nicht ist sehr entspannt, 45 Minuten. Geht aber rum wie im Nu.